Saft. Ach, cool, was kann man hier mitnehmen? So, schauen wir mal. Oh, ein lila Gegenstand, den ich mitnehmen kann. Oh, ja. Hier unten stinkt's. Ja. Riechst du's? Das war dann wohl alles. Riecht wie ein Schmiedemorgen im Anrecht. Ja. Okay. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich es aus Versehen beendet. Hey! Wie wär's damit? Wir könnten auf dieses Rohr klopfen und. Können wir das samplen oder. Klar! Zum Beispiel nach dem. Oh, sorry. Einen Moment. Laura? Ich, Also, wo wir jetzt wieder beim Thema des Vorratsraumes sind. Okay, müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Oh, ich glaube, das muss ich mir irgendwann später mal anhören. Aber hey, das ging ganz gut. Ich frage mich nur immer noch, von welcher Zeit diese Band stammt, weil es hat mir scheint mir im Moment eher zu sein, dass die so in Endtagen hier war. Ich freue mich! Fast geschafft! Oder waren das das Personal eventuell sogar hier? Die bald das gemacht halte ich haben? Ich wieder das Spiegelglas in meinen Händen. So wie früher mit Mutter. Für mich wäre es sogar sehr einleuchtend, wenn es das Personal war, die so hier so auf Band gemacht haben. Finde ich eigentlich ganz cool. Noch so. Ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Ja, hab ich schon. Was? Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Ich mach Dinge. So, damit ist das auch erledigt. Ich bin technisch begabt, musst du wissen. Ich glaub's nicht, das hat geklappt. Und ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand verloren. Oh. Ich meine, das war's. Wir können noch was. Wo ist der? Zweimal zusammenspielen? Wo ist der hin? Nicht jetzt. Abschiedstour. Reunion-Tour dann in 6 Monaten. Machen Band verständigt. Für unsere treuen Fans, Kontakt zu halten, ist nicht schwer, Shelly. Wir könnten im Holoraum proben. Das sagen sie immer. Ich könnte schwören, hier okay, rein. Das war wirklich Stump-Personal. Ich habe vorhin die Untertitel nicht gelesen. Gildon? Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Genau da im Fenster war es. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildon. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns. Hey, ganz ehrlich, irgendwie tut er mir eigentlich leid. Er hat sich so viel Hoffnung auf sein Glas gemacht. Reparieren wir das Bedienfeld und schalten alles ab. Und bekommt es jetzt gerade nicht. Vielleicht bekommt er später. Wäre cool. Aber jetzt gerade ist echt mies. Ah, okay. Nehmen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt hier Mitleid mit ihm ein bisschen. Aber mal schauen. Ich muss mal hier Energiezellen austauschen. Da freut er sich. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na,
dass es geklappt hat. Bei der Schmiede! Du bist unglaublich! Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten. Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ha! Ich hab das nicht allein gemacht, Gildun. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sangesgrund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überlaufbecken leer. Oh. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Das Becken ist wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich. Ah, nein! Ich wollte eigentlich auf ihn warten oder so. Ah, naja. Das Wasser sinkt. Und dem Klang nach zu urteilen, ist Laulei bereits am Loch. Ganz ehrlich, Gildun ist irgendwie schon eine lustige Person. Ich mag ihn wirklich. So, speichern wir mal schnell. Oh, hier ist noch etwas. Textnachricht, Abgasspritztour. Von Shelly Guerra McKenzie. Ja, das war ja die vom Band. Okay, du glaubst mir nie, was mir gestern Abend auf dem Weg nach Hause passiert ist. Erst war da dieses Geräusch, wie ein Schwarm Killerbienen, die gerade aus der Blechdose entkommen. Dann ein komisches Licht zwischen den Bäumen. Ich hab schon gehofft, es wären Aliens, aber nein, es war eines dieser alten blauen LEDs. Sieht im Schnee recht gruselig aus. Ich bin näher heran und dann kam der Schrei, so ein komischer, kehliger Männerschrei. Klang, als ob ein Typ gerade irgendeine Macho-Urschreiterapie machen würde. Und schön mit 200 PS zwischen den Beinen. Dieser Typ war niemand anderer als Dot Blevins, unser neuer Sicherheitschef, wie er auch immer sein Titel lautet. Es ist ernsthaft auf einem alten Schneemobil herumgefahren. Dieses Teil sind tausendmal umweltschädlicher als ein Auto aus der Zeit der Verbrennungsmotoren. Eine fachkundige Meinung dazu, Blevins ist ein riesengroßes Rindvieh. Aber ich habe trotzdem nicht den Sicherheitsroboter auf seinen Schwabbelarsch gehetzt. Er ist schließlich die nächsten zwei Wochen quasi unser Boss. Und jetzt halt dich fest, Shelly. Denn dir werden die Ohren schlackern, wenn du hörst, was ich stattdessen gemacht habe. Ich stand direkt neben einem der Wegweiser und Blevins war in meine Richtung unterwegs. Also habe ich das Schild umprogrammiert, sodass die Richtung von Fairy Falls und Purple Mountain vertauscht wurden. Genial, oder? Da oben kommt man mit einem Schneemobil niemals hoch. Hoffentlich ist er schön aufgelaufen und musste zu Fuß zur Hütte zurück. Ich werde wohl noch, bevor hier alles für immer dicht gemacht wird, meinen ersten Vorfallbericht verfassen. Ich könnte es natürlich wie immer gut sein lassen. Aber wo bleibt da der Spaß? Shelly? Wo bleibt da der Spaß? Ey, ich würde es jetzt echt makaber finden, wenn wir irgendwann das Schneemobil finden mit der Leiche drauf. Das würde ich mega makaber finden. Der einsame Schneemobil an sich auch schon. Ha. Kalt. Sehr kalt. Eindeutig. So. Also schauen wir mal. Oh, da haben wir hier dann auch einen Händler. Gebe zum Überlauf. Finde den Schamanenpfad. Da könnte ich dann auch dahin. Da haben wir auch schon mal ein. Dot Blevins war ja der. Ah, von dem werden wir noch hören, okay. Das Geräusch wird lauter. Bin ich mal gespannt, wie die Höhle ist, die auch ein Instrument ist. Sie hatte recht mit dem Geräusch.
Komm, hoch. Au! Oh Gott! Musstet ihr da um die Ecke sein? Oh Gott, das ist... ergibt Ärger. Wop! Ah, ich habe da echt nicht gedacht, dass die mir noch folgen da. Echt, ich denke immer, die könnten mal erden. Doch nur hier die Box da oben bei dir weg haben. Oh, jetzt. Schön, dass es sich noch set. Komm, jetzt bist du aber endlich mal da. Wow. Das Leben geht aber wenigstens bei dem jetzt runter ohne Ende.
Komm. Oh. Da haben wir ja noch zwei Stück von denen. Mal hier Eis speien. Das wollte ich die ganze Zeit. Yes! Ich kann hier auch noch sowas verpassen. Erreicht. Okay, das brauche ich nicht. So, jetzt kann ich eigentlich theoretisch mal wieder Punkte ausgeben. Für später. Ja, für später. Wow, ich habe schon wieder ganz wenig Lebenszeug. Haben. So, komm. Ah, immerhin. Ein Treffer habe ich schon mal da rechts. Leute. Deswegen erklärt einiges. Genug mit den Spielchen. So. Gott. Gott, waren die ein Krampf jetzt? So. Gut, da habe ich jetzt alles ausgerüstet. So. Müsste auch ordentlich was fehlen.
Das aber ist hey. Der Eingang zum Loch. Ja. Jetzt weiß ich, was sie mit Ron auch meint. Ah. Du freust dich, wieder spielen rum. Zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Bitte, nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Oh, die Flut vertrieben. Yay! So, Blauglanz. Yay. Oh, da können wir auch das hier nehmen. Die letzten Mädels der Welt. Oh Gott. Lieber niemand, die Automobile sind unterwegs. Meins bringt mich zu meinem Apartment in Cody. Iris bringt sie zum Vertiport. Sie hat heute in ihr Gepäck mit der, Bild auf die Arbeit genommen. Alles, was sie besitzt, verstaut in zwei kleinen Koffern. Sie trägt die schicksten Klamotten, in denen ich sie je gesehen habe. Für meine Mama, sagt sie. Sie hat mir das Outfit gekauft. Man glaubt es kaum. Normal wäre mir das ja egal, aber ich weiß nicht. Sie hat gerade eh schon so viele Sorgen. Wir liefen heute durch den Damm, hörten uns all die Aufzeichnungen an, lassen all die Nachrichten. Und vielleicht ist es so eine... Aber natürlich halten wir auch nach der Schule Kontaktsache. Aber ich habe keine Angst mehr, Laura zu verlieren. Wir sind eine Familie. Wir haben uns nicht geerbt oder uns miteinander abgefunden. Wir haben uns ausgesucht. Keine noch so riesige Entfernung. Keine Penner in schlecht sitzenden Anzügen. Keine unterwürfigen Roboter werden uns auseinanderbringen. Also hör zu, falls das hier wirklich mal irgendjemand finden sollte. Hier ist die Wahrheit. Es gab diese Band namens Concrete Beach Party. Und für einen kurzen Augenblick war sie die beste Band der Welt. Und du, wer auch immer du sein magst, hast riesiges Glück, weil du die einzige Person bist, die sie jemals hören wird. Bis niemals, die letzten Mädels der Welt. Schon irgendwie cool. Also ich meine, wir wissen ja jetzt, die Welt ist untergegangen. Nicht jeder hat... Ja, wie soll man sagen? Bibbernd darauf gewartet. Manche haben nicht einfach nur darauf gewartet zu sterben, manche haben einfach nur noch die Zeit mit ihren Liebsten verbracht. Und das zu wissen, ist cool, finde ich. So. Genau, gehen wir dann das Thema an. Da ist ja weiter oben noch was. Wenn man die Zeit, die einen verblieben ist, noch gut genutzt hat. Achso, da habe ich ja genug. Ah ja, da habe ich hier ein bisschen noch. Gegen so eine große Maschine habe ich keine Chance. Okay. Gut, da muss ich mal in diese Richtung gehen. Also, an alle, die gesagt haben, dass der DLC WNC wird, er hat recht. Ich komme echt nur schwerlich voran, aber es macht ehrlich gesagt auch Spaß, die ganzen Nebenquests hier mitzunehmen. Ich hoffe mal, ich kann hier locker 6 Stunden Stream hier durchziehen. Habe ich genügend Material für meinen YouTube-Kanal? Aber auch spaßig, wenigstens.